Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Das war eine lange Pause. Diejenigen, die mir auf Facebook oder Instagram folgen, wissen auch warum. Ich war noch in Schweden auf einer großen Schwedenreise, habe ein Haus dort besichtigt und habe viel Spannendes, Tolles, Wunderschönes, aber auch Schreckliches erlebt. Also wer es nachschauen will, der kann auf Instagram meine Highlights mal anschauen. Und das erste Highlight lautet Schwedenhaus. Und dort könnt ihr das alles nochmal miterleben. Und heute zeige ich euch deswegen natürlich passend zu der Reise die klassischen schwedischen Mazarin-Törtchen. Und die sehen so aus, wenn man sie im Laden dort kauft. Sie bestehen aus einem Mandelteig, der wirklich fantastisch lecker ist. Wer davon einmal gekostet hat, wird sie immer wieder haben wollen. Und wir waren ja schon letztes Jahr in Schweden. Und deswegen habe ich natürlich auch die passenden Förmchen gesammelt. Wir haben dort ganz viele von den Mazarin-Teilchen gegessen. Die Kinder mochten sie super gerne und auch wir Erwachsenen waren begeistert. Das sind die klassischen, einfach mit Mandelgeschmack. Es sind wunderbare Mandeltörtchen. Man kann sie aber auch, wenn man Glück hat, finden mit Himbeergeschmack oder sogar mit Schokoladengeschmack. Ich habe die Törtchen schon länger für euch vorbereitet und dafür habe ich ein original schwedisches Rezept übersetzt und ausprobiert und so ein bisschen verfeinert und noch ein bisschen was dran gedreht. Und ihr seht, die Törtchen sind einfach so, werden in so kleinen Förmchen gebacken, ovale Förmchen sind es. Und da habe ich geschaut, ob ich sowas finde. Leider habe ich nicht die richtigen Förmchen gefunden, aber ihr könnt stattdessen einfach Muffinförmchen verwenden. Das geht genauso gut. Es sieht dann halt nur nicht ganz so original schwedisch aus. Die Törtchen sind schnell gemacht und passen wunderbar zu eurer Kaffeetafel mit Freunden, mit der Familie. Wir starten gleich mit unserem Rezept und das findet ihr wie immer bei mir auf dem Blog zum Ausdrucken und zum Nachlesen. Da müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Das Rezept ist denkbar einfach und schnell gemacht, deswegen können wir uns den Ofen schon mal auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Wir geben 200 Gramm ganz weiche Butter in eine Schüssel. Ich habe mir die jetzt so ein bisschen warm gemacht, weil die bei mir eingefroren war. Aber ihr könnt sie auch einfach in der Küche stehen lassen. Sie sollte wirklich ganz weich sein, damit sich der Zucker darin auch schön auflöst. Dann kommt dazu 120 Gramm Zucker und das schlagen wir miteinander schaumig. 5 bis 10 bis maximal 15 Minuten mit dem Handrührgerät. Ihr könnt es auch in der Küchenmaschine machen. Die Butter sollte ihre Farbe wechseln von gelblich zu weißlich. Wunderschön. Schön weißlich geworden. Ich habe jetzt 5 Minuten gerührt. Ihr könnt auch noch länger rühren oder vielleicht das einfach von der Küchenmaschine machen lassen. Dann fällt einem nicht so der Arm ab. Und jetzt kratzen wir das Ganze noch mal einmal runter natürlich und verrühren das vielleicht gerade noch mal. Und dann kommen die übrigen Zutaten nach und nach dazu. Das zeige ich euch jetzt. Gerade noch mal kurz verrühren. So. Und jetzt kommt hier mein Ei dazu. Und ungefähr ein Teelöffel Vanillepaste. Ihr könnt aber auch Vanillezucker verwenden, dann ungefähr einen Esslöffel dazugeben. So, und jetzt das Allerwichtigste, Bittermandelaroma. Und zwar ein halbes Fläschchen. Das brauchen wir unbedingt, wenn wir keine Bittermandeln, keine echten Bittermandeln haben oder verwenden wollen. Also das original schwedische Rezept, da werden Bittermandeln verwendet. Halbes Fläschchen gebe ich rein, also ordentlich. Das könnt ihr aber nach Geschmack auch variieren, wenn euch das dann zu viel ist. Für uns ist es so genau richtig. Ich habe es mehrfach ausprobiert. Und das wird jetzt, das duftet schon richtig gut, miteinander wieder schön verrührt. Bei mir geht im Hintergrund die Sirene an. Heute ist nämlich irgendwie dieser Warntag, während ich jetzt gerade drehe. Also wundert euch nicht. Sehr schön, alles ist gut verrührt. Da könnt ihr ruhig noch mal so 5 Minuten rühren. Und jetzt kommt einfach noch der Rest hinzu. Wir mischen uns jetzt die trockenen Zutaten und dann geben wir diese Mehlmischung mit der Milch abwechselnd hier hinzu. Und dann ist unser Teig auch schon fertig. Das gerade beiseite stellen. Und zwar benötigen wir 180 Gramm Weizenmehl.
30 bis 35 Gramm süße Mandeln. Ich habe jetzt hier geschälte genommen. Ihr könnt auch gemahlene Mandeln mit Schale verwenden, aber ich finde, so werden die Törtchen noch feiner. Dann kommt noch ein Teelöffel Backpulver hinzu und natürlich eine Prise Salz. Die geben wir sowieso immer bei jedem Backwerk dazu, aber hier ist es noch besonders wichtig, denn die schwedische Butter ist oftmals gesalzen. Das miteinander einfach schön vermischen, dass wir eine Mehlmischung bekommen, in der das Backpulver gut mit verrührt ist. Wunderbar. Und dann brauchen wir nur noch 150 Milliliter Vollmilch und diese beiden Zutaten geben wir jetzt noch im Wechsel zu unserer Butter, Zucker, Eimasse hinzu und dann ist der Teig auch schon fertig. Gerade beiseite stellen. Wir können das einfach mit dem Rührgerät auf niedrigster Stufe mit reinrühren. Nur nicht zu lange rühren, sonst wird der Teig zäh. Er soll ja schön luftig sein und deswegen darf man auf keinen Fall zu lange rühren. Einfach so in zwei Portionen jetzt das Mehl und die Milch hinzugeben. Und etwas Milch, die Hälfte ungefähr, und grad verrühren. So, das reicht schon. Wirklich nicht zu lange rühren. Ganz, ganz wichtig, sonst wird es nichts. Nochmal das Mehl und die restliche Milch. Und das reicht auch schon. Und ihr seht, ein wunderbarer Teig ist entstanden. Gerade noch einmal runterkratzen. So. Und schaut mal, was für ein wunderschöner Teig das geworden ist. So muss er sein. Genau richtig. Der Teig duftet schon richtig lecker nach dem Bittermandelaroma, also wie Marzipan. Jetzt muss er nur noch in die Förmchen gefüllt werden und dann können wir auch schon backen. So, hier seht ihr die Mazarinförmchen. Und in Schweden gibt es die natürlich zu kaufen. Entweder ihr wart schon mal in Schweden und habt solche Förmchen. Die kann man einfach mit Handwäsche reinigen und sich dann so ein bisschen wieder in Form drücken, sollten sie aus der Form geraten sein. Also das sind ganz frische Förmchen und die habe ich schon mehrfach benutzt. Und wenn ihr die nicht habt, könnt ihr einfach Muffin-Papierförmchen verwenden oder eben Silikonförmchen. Das geht auch. Und wir füllen uns die Mazarinförmchen recht voll. Da kommt dann nur noch oben der Guss drauf und deswegen dürfen sie so ja eigentlich bis an den Rand voll gefüllt werden. Bis knapp unter den Rand. Und bei den Muffinförmchen würde ich aber auch nur 2/3 voll füllen. Wir nehmen mal noch 5 Muffinförmchen dazu oder 4 Stück. So, langer Rede, kurzer Sinn. Unser Teig wird eingefüllt und das geht am besten mit einem Löffel. Und ich fette mir die Förmchen gar nicht. Die gehen trotzdem sehr gut raus, die Mazarina, wenn man sie einen Tag sitzen lässt. Ja, so 2 Löffel Teig können schon hinein. Müssen wir gleich noch glatt streichen. So. 1,5 bis 2, nicht so viel. So, dass wir oben den Guss dann auch noch gut drauf kriegen. Und ihr seht, der Teig ist ganz, ganz weich und wird auch ganz wunderbar luftig dann entsprechend schmecken. Manchmal haben diese Teilchen auch noch einen Mürbeteig außenrum. Aber ich finde das Rezept so am besten. So ist es am einfachsten und am schnellsten und am leckersten. Dann nehmen wir auch mal unsere Muffinförmchen. So, auch 2 Esslöffel einfach nehmen. Also es kommen immer so 15 bis maximal 20 Stück, je nach Füllhöhe dabei heraus. 2 Esslöffel auch in die Muffinförmchen ungefähr, kann auch ein bisschen mehr sein. Und jetzt nehme ich mir noch einen Löffel und streiche die einfach noch glatt hier oben. Schön so ein bisschen bis an den Rand streichen, dass sie wirklich glatt in der Form backen. Und dann kommt obendrauf nur noch nach dem Backen der Guss, der ist auch ganz, ganz wichtig, der muss da drauf sein, sonst ist das nicht echt. So, die Muffins auch noch so ein bisschen glatt streichen. Unsere Törtchen sind in den Formen und wenn euer Ofen jetzt vorgeheizt ist, schon fertig, dann könnt ihr sie jetzt in der Mitte des vorgeheizten Ofens 12 bis 18 Minuten backen. Das hängt so ein bisschen vom Ofen ab. Ich habe sie auch schon mal bei 15 Minuten fertig gehabt,
aber auch schon mal 20 Minuten backen müssen. Also so ein bisschen gucken einfach, Stäbchenprobe nicht vergessen und los geht's, wir backen. So, und da sind unsere fantastischen Mazarin-Törtchen. Ich habe sie diesmal doch ein bisschen zu voll gefüllt. Stäbchenprobe natürlich machen. Zum Abkühlen setze ich die Törtchen einfach gerade schnell auf ein Abkühlgitter. Ups, sind ganz schön heiß noch. Und natürlich die Muffinförmchen. Auch zum Auskühlen. Ich sag euch, die duften schon jetzt wunderbar lecker. Und sobald die Mazarina abgekühlt sind, können wir uns den Guss schon vorbereiten. Und dazu benötigt ihr 120 Gramm Puderzucker und etwas Saft. Da könnt ihr Limettensaft oder Orangensaft oder auch Zitronensaft nehmen. Aber klassisch werden sie eigentlich mit Orangensaft gemacht. Und ich gebe da immer zu den 120 Gramm Puderzucker einfach 1,5 bis 2 Esslöffel Saft hinzu, gerne Orangensaft, also ich mag es am liebsten so. Gerade verrühren. Den Puderzucker am besten vorher sieben, meiner war jetzt so ein bisschen klumpig fast. Und da sieht man jetzt, kann noch ein bisschen vielleicht Saft dazu, sonst wird es ein bisschen zu dick. Einfach nur so ein bisschen. Man muss ein bisschen aufpassen, es wird schnell zu dünn dann auch. Also wie ihr es am liebsten habt, so könnt ihr es natürlich zubereiten. Ja, ich denke, so klappt es gut. So ist er schön fließfähig, bleibt aber auch schön dann auf den Törtchen stecken sozusagen und läuft nicht runter. Sehr schön und bekommt auch so eine wunderschöne gelbe Farbe. Perfekt. Wir können unsere Törtchen glasieren. Einfach so ein Oval jetzt drauf pinseln und ein bisschen außenrum freilassen, damit man einfach außen noch sozusagen das Braune sieht. Es geht auch mit dem Löffel, kann man auch mit dem Löffel machen, wenn man keinen Backpinsel zur Hand hat. Ist auch möglich, einfach dann so ein bisschen verstreichen. Und wer möchte, kann natürlich auch noch etwas geröstete Mandeln oben aufgeben. Ihr könnt die Törtchen auch unglasiert bis zu einem Monat im Tiefkühler aufbewahren und euch immer dann einfach eins auftauen und glasieren, gerade kurz. Oder auch so vernaschen ohne die Glasur, das geht natürlich auch. Wunderbar, unsere Mazarin-Törtchen sind fertig dekoriert. Und jetzt lasse ich sie gerne einen Tag stehen oder einen halben Tag. Denn dann, wenn sie ganz abgekühlt sind, gehen sie wesentlich besser aus der Form. Und sie sind nicht ganz so weich. Also das ist wirklich, sie sind super, super zart und luftig. Und man kriegt sie einfach besser aus der Form, wenn man etwas wartet. Und ihr seht, wie fluffig die Törtchen sind. Einfach fantastisch. Und sie schmecken schier nach Marzipan. So, ich freue mich jetzt auf mein schönes schwedisches Mazarin-Törtchen und habe mir dazu noch einen Kaffee gekocht, wie sich das gehört. Und ja, so sieht das Törtchen aus. Einfach wunderbar. Wahnsinnig lecker. Fluffig. Ja, was soll ich sagen? Unbedingt nachbacken. Schmecken traumhaft lecker. Ihr werdet sie lieben. Und es ist ein perfektes Rezept. Schnell, einfach und genau, wie es schmecken soll. Das waren meine Mazarin-Klassiker aus Schweden. Fantastische, leckere Törtchen, die schnell gemacht sind und jeden begeistern werden. Und ihr seht, sie sehen wirklich ganz ähnlich aus wie das Original. Und sie schmecken noch viel besser. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept, wie gesagt, findet ihr bei mir auf dem Blog www.sugarprincess.de. Ich verlinke euch das gerne hier oben und auch hier in der Infobox unter dem Video. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder mit einem neuen Tortenrezept wahrscheinlich. Bis dahin viel Spaß beim Backen und tschüss!